Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Roli backt und kocht. Heute machen wir einen magischen Kokoskuchen, der sich in wunderbare drei Schichten aufgliedern wird. Einfach den Teig zubereiten, wie im Video gezeigt, und schon habt ihr nachher eine, zwei, drei Schichten in eurem Kuchen. Ja, der Teig ist ja flüssig, das sage ich vorweg, aber wer Kokos mag, der macht mit diesem grandiosen Rezept nichts falsch. Probiert es einfach mal aus und ja, die Zutaten schreibe ich euch unten in die Infobox. Ab in die Küche. Ja, zuerst nehmen wir mal unsere Butter, geben die in ein kleines Töpfchen und da zerlassen wir die dann. Wenn die zerlassen ist, lassen wir sie auch wieder ein klein wenig abkühlen und dann machen wir uns schon mal daran, unsere Eier zu trennen. Ganz wichtig ist, es darf kein Eigelb ins Eiklar kommen, denn das Eiklar wollen wir nachher zu steifem Eischnee schlagen. Und wenn da Eigelb dran ist, dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Dann ja, bleibt es wie es ist und wird nichts. Also aufpassen hier. Ja, haben wir es getrennt, dann fangen wir auch gleich an. Am besten nehmen wir einfach eine Küchenmaschine, geht aber auch mit dem Handmixer. Einfach schön Eischnee machen. Den Eischnee stellen wir dann mal auf die Seite, nehmen jetzt unsere Eigelb und auch die verquirlen wir und lassen dabei sachte den Zucker einrieseln. Also nicht alles auf einmal, sondern immer so ein bisschen und dann wieder weiterrühren, bis wir den ganzen Zucker zum Schluss im Eigelb drin haben. Dann geben wir etwas Vanillepaste oder Vanillearoma dazu, circa einen Teelöffel voll. Und dann die zerlassene, aber schon wieder etwas abgekühlte Butter geben wir peu à peu einfach in dieses Eigelb mit hinein. Dann nehmen wir schon mal die Milch, stellen die auf den Herd und erwärmen diese nur leicht, nicht kochen, nur leicht erwärmen. Und fügen dann, während sie milchig erwärmt, das Mehl hinzu. Das geben wir auch so peu à peu einfach mal mit rein und im unterständigen Rühren arbeiten wir das also in unseren Teig mit hinein. Und genauso verfahren wir dann mit der angewärmten Milch. Der Teig wird jetzt sehr, sehr flüssig und ja, das gehört so. Die ganze Milch muss da rein. Also keine Scheu. Ja, und was wäre ein Kokoskuchen ohne Kokos? Deswegen den ersten Teil unserer Kokosgeschichte auch einfach mal mit rein und nochmal kurz verrühren. Ja, ihr erinnert euch noch an den Eischnee vom Anfang. Den brauchen wir jetzt, den nehmen wir, geben ihn einfach in diese sehr flüssige Masse mit rein und heben ihn einfach kurz unter. Da können ruhig so ein paar Eiweißklümpchen noch bestehen bleiben, man muss das nicht vollständig verrühren. Einfach hier mit dem Schneebesen oder sonst was, Löffelchen, ein bisschen unterheben. Damit ist unser Teig auch fertig, wir nehmen also eine kleine Form, fetten die ein bisschen aus, ich nehme hier einfach eine Silikonform und geben dann den doch recht flüssigen Teig da einfach mal hinein. Ihr seht schon, das schaut so ein bisschen klumpig aus, das liegt an dem Eiweiß, aber genau so gehört es, oder an dem Eischnee besser gesagt. Genauso gehört es. So, und jetzt geht es dann noch ab in den Ofen. Und im Ofen backen wir den Kuchen für 45 bis 55 Minuten bei 180 Grad Umluft, bis er oben richtig schön goldgelb ist und fest. Und wie ihr hier schon seht, in der Zwischenzeit nehmen wir eine Pfanne, stellen die auf den Herd und bei mittlerer Hitze geben wir einfach die restlichen Kokosraspeln mit rein und rösten die jetzt an. Achtung, kein Fett verwenden, einfach nur rösten, immer wieder wenden und sobald sie sich leicht bräunen, sofort runter vom Herd. Den fertigen Kuchen holen wir dann einfach aus dem Ofen und bestreuen ihn sogleich mit unseren fertig gerösteten Kokosraspeln. Gleich auf den heißen Kuchen geben. Ja, liebe Freunde, ich sage euch eins, nach dem Backen, da kommt der Genuss. Und wie schon am Anfang angekündigt, hat mein Kuchen tatsächlich drei Schichten. Hier unten eine dünne Bodenschicht, eine cremige Mittelschicht und dann haben wir natürlich hier oben eine schöne Kokosschicht. Das gelingt unter anderem deswegen, weil der Teig am Anfang eben doch recht flüssig daherkommt. Aber abgesehen davon, wie es ausschaut, machen wir doch mal einen Geschmackstest. Hoppala. Ja. Hat eine schöne Kokosnote, die cremige Mittelschicht dominiert. Alles in allem eine wirklich feine Sache. Ja, was soll ich sagen? Probiert den Kuchen einfach mal aus, ist auch vor allem schnell angerührt und von daher von mir ja, eine klare Empfehlung.
Ich genieße jetzt mein restliches Stückchen und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rudi.